Hi Friends, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal Raftermann für euch auf seinem Rasen, denn der Rasen wird heute relativ niedrig gemäht und dann noch vertikutiert. Das Ganze zusammen soll die Vorbereitung sein für die Nachsaat in meinem Rasen, hier dieses Rasenstück sowie auch das Rasenstück da hinten werden beide dieses Jahr neu eingesät. Was heißt dieses Jahr? Jetzt in der kommenden Zeit. Das Unkraut vergeht hier langsam drauf. Ich habe da einen Unkrautvernichter ausgebracht, der mir den Rasen in Ruhe lässt, sodass praktisch ganz gezielt bei mir im Fall die sogenannte Vogelmiere bekämpft wird. Das sind diese Spots hier. Ich glaube, in der Nahaufnahme über meinen Rasen, da könnt ihr das auch sehen. Also, was steht an? Niedrig mähen, dann vertikutieren. Wenn das dann erledigt ist, wird es ein neues Video geben. Und in dem neuen Video werde ich dann den Rasen aussäen, düngen, dann auch gleichzeitig noch ein Huminsäureprodukt ausbringen und dann den Rasen sanden. Danach wird die Bewässerung angeschlossen und dann sollte es soweit sein, dass ich mir hier für 2021 einen richtig schönen Rasen angelegt habe. Da muss ich nur noch warten, bis der wächst und den schön mähen, wässern. Und ab und zu mal düngen und ein bisschen ausdünnen. So der Plan. Immer wieder geil, wenn man seinen Rasen relativ kurz schneidet. Ist jetzt am tiefsten gemäht. Muss man nachmessen, wie tief das jetzt genau ist, aber so tief habe ich dieses Jahr jetzt noch nicht gemäht. Muss den Rasen jetzt langsam darauf vorbereiten. Vor allem auch das tiefe Mähen ist sehr gut, wenn man danach vertikutieren will. Was mir jetzt halt auffällt, immer wieder, ich habe hier noch ein totales Problem mit der Quäke oder amerikanische Kollegen sagen dazu das Crabgrass. Das haben wir hier. Crabgrass deswegen, weil es sich wie eine Krabbe seitwärts mit Rhizomen ausbreitet. Schaut euch das an. Dieses Stück hier bedeckt das ganze Stück neben sich, liegt hier so drauf, verhindert, dass hier mein Rasen durchkommt. Und wenn man sich das anschaut, schaut euch den Scheiß hier an. Und die größten Spots werde ich mir da jetzt raussuchen und werde die mal per Hand ein bisschen zupfen und bearbeiten. Anders kommt man den halt nicht bei, ne? We'll be right back.
größten Spots von diesem unsäglichen Kraut habe ich jetzt rausgemacht. Jetzt habe ich teilweise richtige Löcher hier im Rasen. Das ist noch lange nicht beendet, dieser Kampf gegen die Quäke. Das sieht man, also da sind noch Spots, da sind noch welche, überall sind noch welche. Also ich werde da schon noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Allerdings für heute reicht es. Das ist jetzt mal der erste Anfang, sage ich mal. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit dem Vertikutieren. Wisst ihr auch, wo die Schweißflecken auf meiner Mütze herkommen, weil die Rasenarbeit ist echt anstrengend, vor allem das Zusammenrechen. Ich habe unheimlich viel Zeug noch mal aus dem Rasen rausgeholt. Ich mache das Vertikutieren nur auf dieser Seite hier drüben. Den da drüben will ich dieses Jahr nicht vertikutieren, den habe ich letztes Jahr zu Tode vertikutiert gehabt. Da gibt es leider kein Video von, aber das war wirklich nur braches Erdreich. Also es war, kommt aber nichts mehr drin. Jetzt hoffe ich, dass das Wetter genauso bleibt. Das wäre absolut spitze. Dann kann ich übermorgen, ich will dem Rasen jetzt 2 Tage geben, dann mähe ich den wieder. Dann wird der eingesät mit Huminsäure bearbeitet. Die Huminsäure ist kein Dünger, aber es ist ein Aktivator für die Nährstoffe und für die Pflanze. Da kann die Pflanze dann die Nährstoffe besser aus dem Boden aufnehmen und der Boden gibt die Nährstoffe besser ab. Und danach kommt das Topdressing drauf, Sand vermischt mit Humus. Wäre sau cool, wenn ihr in dem Video auch wieder zuschaut. Ich bedanke mich bei allen Abonnenten, bei allen, die es jetzt noch werden, bei allen kommenden. Lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Kommentar da, ist ganz wichtig, und schaut auch mal auf meiner Homepage vorbei, howtodiy.de. Man sieht sich im nächsten Video, euer Raftermann. Ciao.